Donkey Kong. Dank Donkey Kong Country auf dem Super Nintendo gab es damals einen großen Hype um die Serie mit der vorgeänderten Grafik und Rare brachte so einige Teile heraus. Unter anderem auch Ableger für den beliebten Game Boy natürlich. Den ersten Teil hatte ich ja schon einmal getestet und hatte dank der Grafik eher, naja, zwiespältige Gefühle. Aber wie macht sich der dritte Teil? Was taugt Donkey Kong Land 3 für den Game Boy heute noch? Na, wer soll das Spiel schon entwickelt haben? Natürlich das legendäre englische Entwicklerstudio Rare. Veröffentlicht wurde es dann von Nintendo selbst 1997 in den USA und bei uns. Das Spiel ist seit 2014 auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Die Story ist quasi immer dasselbe. Kreaturen, die nach Ruhm und Plünderei streben, starten eine Invasion in das friedliche Donkey Kong Land und suchen dort die sagenumwogene verlorene Welt. Das müsst ihr natürlich verhindern. Das Spiel ist natürlich ein Plattformer. Ihr steuert die beiden Kong-Familienangehörigen Dixie und Kitty Kong durch die Level. Dabei könnt ihr springen und euch mit einer Angriffsrolle zur Wehr setzen. Dixie kann dabei sogar mit ihrem langen Zopf etwas herumwirbeln und dann etwas schweben. Das macht dann logischerweise die ein oder andere Sprungsequenz etwas angenehmer. Kitty kann dafür mit seiner Rollattacke so manche Gegner erledigen, die Dixie nicht besiegen kann. Trotzdem habe ich eigentlich immer lieber mit Dixie gespielt, weil das Schweben einfach mächtiger in meinen Augen ist. Wie gewohnt dienen die beiden quasi als Lebensenergie in einem Level. Verletzt euch ein Gegner, spielt ihr erst einmal den anderen, bis ihr den alten Kumpanen in speziellen Fässern wieder befreien könnt. Auch allgemein bietet das Spiel eigentlich nicht viel Neues, sondern konzentriert sich eher auf die bewährte Donkey Kong Country bzw. Land Formel. Einsammelbare Bananen geben extra Leben und ihr könnt wie gewohnt die K-O-N-G Buchstaben einsammeln und so weiter. Ihr kennt das Prinzip, muss ich euch jetzt nicht zum 100. Mal erklären. Natürlich haben es dann auch die diversen Tierbegleiter mit in das Spiel geschafft. Diese sind einsammelbar und helfen euch dann bei bestimmten Levelabschnitten. So ist das Schwertfisch in Unterwasserlevel natürlich viel agiler oder der Papagei erreicht fliegende Plattformen, die für euch sonst nicht erreichbar wären. Aber auch das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Die Level sind dabei aber immer sehr abwechslungsreich. Nicht unbedingt optisch, aber das ist wohl Teil der eingeschränkten Technik. Spätere spielen sie jedoch immer andere Herausforderungen. So gibt es die bekannten Unterwasserlevel oder ihr fahrt schon einmal Schlitten auf einen Schneelevel entlang. Da wird euch nicht so schnell langweilig. Die Steuerung steht euch dabei nicht im Weg und ihr behaltet so immer alles im Griff. Löblicherweise gibt es sogar ein Speichersystem und der allgemeine Schwierigkeitsgrad würde ich jetzt als nicht zu leicht, aber durchaus gut schaffbar beschreiben. Jetzt ist es Zeit, den Elefanten im Raum anzusprechen. Wie ist die Grafik? Hier kann ich grünes Licht geben. Im Gegensatz zu den überladenen und damit unübersichtlichen ersten Teil wurde hier im Prinzip auf weniger ist mehr gesetzt und das kommt dem Spiel auf jeden Fall zugute. Der Sound ist bei dem Ganzen wie gewohnt auf einem sehr hohen Niveau. Was taugt Donkey Kong Land 3 für den Game Boy heute noch? Mir gefällt dieser Teil auf jeden Fall besser als der erste. Man scheint aus den Fehlern gelernt zu haben. Schade ist meiner Ansicht nur, dass so wenig wirklich Neues gewagt wurde. Aber so gesehen, hey, ihr wollt ein Donkey Kong Spiel und hier kriegt ihr es auch. Das Spiel kriegt aber auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir aus, greift im Zweifel lieber zu diesem Teil. Das war der Test zu Donkey Kong Land 3 für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, ihr fantastischen Menschen. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.